Es wird viel gelacht, wenn Dr. Angela Bergmann mal wieder im Kindergarten Lebenshilfe in Krefeld-Oppum zu Besuch ist. Die Zahnärztin erklärt den 3- bis 5-Jährigen mit lustigen Spielen und Puppen, wie wichtig das Zähneputzen ist und was zum Beispiel Bakterien sind. Man muss loben, man muss jede kleine Aktion in die richtige Richtung unterstützen. Und wenn wir das machen bei der Untersuchung, im Rahmen der Reihenuntersuchung von unserer Institution, dann die Eltern das zu Hause machen, wenn die zum Beispiel mit den Kindern abends zusammenputzen und gleichzeitig die Erzieherinnen hier auch die Kinder loben, wenn sie zum Beispiel was Gesundes essen oder wenn sie nach dem Essen die Zähne putzen und so weiter, erreichen wir quasi gemeinsam mit Erzieherinnen, Eltern und auch mit der Loberei, kommt man dann einfach durch. Die regelmäßigen Besuche von Dr. Bergmann und anderen Zahnärzten in Kindergärten sind wichtig, um möglichst früh vielen großen und kleinen Menschen den Wert gesunder Zähne zu vermitteln. Denn obwohl die Mundgesundheit in Deutschland immer besser geworden ist, gibt es immer noch Teile der Bevölkerung, die schwer zu erreichen sind. Bei den Kindern und Jugendlichen ist die Karieslast um 60% in den letzten 10 Jahren gesunken. Nichtsdestotrotz gibt es aber nach wie vor Herausforderungen für das Thema Mundgesundheit. Dies betrifft vor allen Dingen Patientengruppen, Menschen in sozial schwierigen Lebenslagen. Dort ist das Thema Mundgesundheit, Mundhygiene noch nicht gegenwärtig. Oftmals glaubt man, Milchzähne fallen ja aus und es ist nicht so wichtig, die zu pflegen. 2-mal täglich Zähne putzen, morgens und abends nach dem Essen, mindestens jeweils 2 Minuten, raten Experten. Je früher das Zähneputzen zur Routine wird, desto weniger Angriffsfläche bietet sich für Karies. Gemeinsames Putzen bringt dabei Spaß und stärkt das Wir-Gefühl. Wir müssen also versuchen, die erfolgreichen Konzepte aus den Schulen und Kindergarteneinrichtungen in die Kindertagesstätten zu übertragen. Dort sind wissbegierige Eltern, aber auch Kleinkinder, die lernen wollen. Und dort kann man entsprechend mit pädagogischen Konzepten, mit Wissensvermittlung, aber mit ersten Aktivitäten zum Mundhygiene ansetzen, um letztendlich die frühkindliche Karies zu vermeiden. Mögliche Befunde der Untersuchung werden für jedes Kind auf einer Karteikarte vermerkt. Wird eine Karies entdeckt, ist es wichtig, dass die Kinder schnell zum Zahnarzt gehen. Das Ziel ist eine gute Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Zahnärzten in der Umgebung. Und der Erfolg ist zählbar. In Krefeld hat sich die Zahn- und Mundgesundheit seit den regelmäßigen Besuchen von Dr. Bergmann und ihrem Team deutlich verbessert. Ein klares Indiz für gute Zusammenarbeit und aktive Eltern. Und die Kinder finden Zahnarztbesuche jetzt einfach spitze.